Ja, guten Morgen, ja. Kommst du runter? Oh, ist krank, Alter. Oh. Mit Blut im Stuhl? Durchfall, ja. Oh. Und Kotzen. Ärgerlich, Alter. Na, dann bleib mal liegen und gute Besserung, wa? Zieh ich alleine durch. Einen wunderschönen guten Tag und hallo zusammen. Schlechte Nachrichten, Chris ist natürlich krank. Und wie ihr jetzt vor dem Bildschirm sitzt, kann ich mir schon vorstellen. Wow. Ist das dein Ernst? Das ist doch nicht dein Ernst. Aber der allseits beliebte Andi lässt euch nicht hängen, denn ich habe die Alpha-Gene, ich werde nie krank. Und wenn, dann merkt ihr es nicht. Ich habe mir natürlich jemanden eingeladen, den ich dazu hole, um hier unser Wochenrecap zu machen und euch ein bisschen zu updaten. Und die steht schon die ganze Zeit draußen und wartet, dass ich hier fertig bin. Und es ist ziemlich kalt, ja. Die Woche war ja auch die Russenpeitsche. Oh. Also ich würde jetzt nicht gerne draußen stehen. Ihr kennt sie. Und ich bin gespannt, was ihr zu ihr sagt. Angelika, komm doch mal rein. So, meine Freunde, Angelika ist am Start. Ich bin am Start. Chris ist nicht am Start. Der ist krank. Und kann diese Woche nicht teilnehmen an unserem tollen Recap. Wir wünschen ihm an dieser Stelle gute Besserung natürlich. Ja, ihr solltet ihm auch mal gute Besserung wünschen. Spammt ihm zu auf Instagram, auf E-Mail, auf Facebook und allen seinen super Kanälen. Spammt ihm zu, sagt ihm gute Besserung und dass sein Popo wieder ganz wird. Und dann ist er nächste Woche auch wieder am Start. In dieser Woche werden Angelika und ich euch hier mal durch die Woche begleiten und ein paar Sachen besprechen. Vor allem, was natürlich immer ein super Thema bei uns ist der Bachelor, ne? Der Bachelor-Halbfinale war jetzt. Carina, der gute Schwarzarm, ist raus. Aber ich muss sagen, Daniel hat sich auch nicht sonderlich Mühe gegeben, sie bei sich zu halten. Also der hat sie, naja, ich würde mal sagen, mit so einem abgewrackten Scheißding durch irgendeine Suppe da geschippert. Ja, ist klar, dass da keine Gefühle hochkommen. Aber zum Bachelor gibt es gar nicht so viel, weil wir mit Chris nächste Woche ein großes Recap machen, natürlich auch vom Finale, wo unsere Favoritin natürlich noch am Start ist. Die nach unten lacht, ganz groß verliebt und tralala und Herzen in den Augen und alles ist schön. Und ich bin mega gespannt, erstmal schnell auch hier die Ampel kriegen, was da passiert. Und deswegen dranbleiben und nächste Woche auf jeden Fall wieder einschalten. Und ihr denkt euch jetzt, was? Hä? So kurz Bachelor? Wow. Ist das dein Ernst? Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, nächste Woche mehr. Die Woche ein bisschen mehr über Germany's Next Topmodel. Denn bei Germany's Next Topmodel war diese Woche meine absolute Lieblingsfolge, das Umstyling. Und beim Umstyling fließen Tränen. Und das macht mich sehr glücklich. Ja? Wenn ich sehe, was aus Sally gemacht wurde, einem hübschen Mädchen, der wurde der feinste Topschnitt vom allerfeinsten aufgesetzt und dann auch noch verkauft, dass es ein modernes Kunstwerk ist, fand ich mega geil. Ja? Und langsam fängt sie es auch an zu glauben, weil ich glaube, wenn du da so zugequatscht wirst von den ganzen Leuten, nee, ist wirklich schön. Ist schön, dass du aussiehst wie 5 Jahre alt. Ja? Nee, ist ganz toll. Hast du dir selber geschnitten den Pony? Ah nee, 250 Euro hat der gekostet. Also, das macht sehr, sehr viel Spaß. Also, man kann sich das auch online anschauen. Solltet ihr vielleicht mal machen, wenn ihr es verpasst haben solltet. Macht sehr viel Spaß und dann auch mal sagen, wie ihr denn die Frisur von Sally findet. Ja? Oder das tolle Setcard-Shooting. Setcard-Shooting ist auch immer mega. Vor allem, weil da so krasse Superfotos entstehen, die Angelika natürlich auch nachmachen kann. Angelika, mach mal diese Pose. Ja, mega. Oder diese tolle Pose mit der Hand im Gesicht, die man noch nie gesehen hat. Ja, genau, Angelika, hast du toll gemacht. Kannst dich hier mal ein bisschen einbringen und ein bisschen mal lächeln, ja? Fände ich nicht schlecht, wenn ich hier schon ganz alleine bin, ja? Und das alles hier wumpen muss, ja? Kann man echt mal machen, Angelika. Tränen gibt es auch, wenn man zum Beispiel Extensions bekommt. Weil es ja ganz schmerzhaft ist, oder wenn Gerda jetzt von Wasserstoffblond auf Brünett gefärbt wurde. Das sind ganz, ganz schlimme Sachen und das sind mega Probleme, die Ladies haben. Und deswegen
sollte man da auch mal Mitleid haben und denen auch mal einen Like rüberwerfen auf Instagram oder sowas, ja, damit die dann auch wieder glücklich werden. Fände ich nicht schlecht. Dann natürlich auch eins der super Themen, die wir immer haben, ist natürlich der ESC. Ne? Letztes Jahr haben wir natürlich sehr ausführlich den ESC behandelt. Ja, kam auch sehr gut an, muss ich sagen. Hat mich gefreut. Dieses Jahr ist jetzt der Vorentscheid ist durch. Die Deutschen haben ihren Recken gekürt für wo findet es überhaupt statt? Ach ja, Lissabon. Wie ist nochmal der Sänger? Wie ist er? Mir fällt es nicht ein. Irgendwie so. Ja, wir haben unseren Sänger gekürt für Lissabon. Es ist Michael Schulte. Michael Schulte. Mit einem Song über seinen Daddy, der ihn so lange alleine gelassen hat oder ihn begleitet hat, was weiß ich. Hört sich ein bisschen an wie R.E.M. featuring Ed Sheeran, von Optik her, von allem drum und dran. Ich glaube, der Song ist okay, aber er ist jetzt nicht der Superburner. Unteres Drittel, aber auf jeden Fall der beste Song seit Roman Lob. Mann, Angelika, wir geben ja hier richtig Gas, Alter. Und weil wir so krass Gas geben, fangen wir direkt mit der neuen Kategorie an. Alles, was letzte Woche wirklich wichtig war und wozu wir unsere Meinung sagen wollen. Mega News, die mich richtig berührt haben letzte Woche. Sie gehen ans Herz, passen auch zu den Temperaturen. Frozen 2 wird gedreht und jetzt kommt der Schocker. Elsa ist lesbisch. Wow. Ist das dein Ernst? Das ist doch nicht dein Ernst. Wayne interessiert's, würde ich mal sagen. Hauptsache Elsa baut sich ein riesengroßes Eisschloss. Burnt irgendwelche Menschen weg und baut sich irgendwie schöne gläserne Eisschüchchen oder sowas und hat einen geilen Song, dann bin ich glücklich. Let it go. So in dem Dreh halt. Und dann große FOMO-Angst. FOMO, Fear of Missing Out. Alle Social Media Superstars gehen jetzt auf Vero ab. Sind in Vero drinne, weil Vero ist True Social. Und da gibt es nur echte Social-Media-Sachen. Finde ich ja prinzipiell ziemlich geil. Aber ob das wirklich was wird und brauchen wir das? Packt es doch mal in die Comments, ob ihr euch bei Vero schon angemeldet habt. Falls ihr euch bei Vero angemeldet habt, folgt mir doch einfach auf Vero. Youngboy Sparta, lasst mir ein Like da. Werft mir ein Abo rüber, Freundschaftsanfrage. Ich poste da mega viele Sachen, vor allem über Lass mal reden, aber auch private Sachen, über Exit Games etc. Vero ist halt True Social. Ihr werdet übrigens True Social, wenn ihr dieses Video liked, unseren Lass mal reden Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, dann kriegt ihr mal die Nachrichten. Denn ich habe jetzt gelesen, Leute benutzen unsere Sendung, um abends auf Partys über die geilsten Themen der letzten Woche zu reden. Leute, die ganze Woche nur arbeiten, sagen, ja, damit ich abends mitreden kann, gucke ich mir immer Lass mal reden an und dann weiß ich immer, was ich beim Smalltalk so erzählen soll. Finde ich prinzipiell nicht schlecht. Ja, Leute, wollen wir es mal nicht übertreiben. Ne? Ich habe jetzt hier die Sendung alleine gemacht. Finde ich auch gut. Ja? Nächste Woche ist Chris wieder dabei und dann ist alles schicki. Finde ich auch gut. Angelika hat mir beigestanden, ja, damit ich nicht ganz so alleine bin. Aber wie ich das gemacht habe, wie die Sendung so lief an sich, das würde ich schon gerne von einer Expertenjury jetzt bewertet kriegen. Ist super gelaufen. Ist okay gelaufen.